Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Momentan wieder mit dem Barbaren, weil ich momentan mit dem Beschwörer am Item suchen bin und ich habe eigentlich schon recht viele gelbe Items gefunden. Es geht sehr gut mit dem zum Leveln, weil der Dämon macht recht viel Schaden. Und ja, ich werde es weiterhin ein bisschen machen. Ich werde noch zwei Level ungefähr machen, bevor ich dann die nächste Aufnahme starte mit dem Beschwör. Und schau mal, ob ich ein paar Jäger-Items bekomme, dass mir so das droppt, damit ich den Jäger auch ein bisschen besser nach oben machen kann, weil der ist momentan recht schwach. So. Es fehlt halt auch einem Pet, das mehr Schaden macht als ich, damit ich dann nicht immer Opfer bin und sehr viel Schaden bekomme, weil der Jäger auch nicht dann eine Klasse ist, die viel aushält. Ja, wäre dann besser. So, jetzt ist Abend, 17, 18, dann weiß ich jetzt nicht, welchen heute ist. Und heute möchte ich gerne noch ein paar Quests annehmen in der Stadt mit der Kathedrale. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Und wir schauen noch ein paar Levelplätze an, ob die Gegner da schon ein bisschen besiegbar sind oder ob sie noch orange sind oder rot. So. Ah, dann macht noch Meleketi. Könnten wir da nicht. Ja, genau, Medenet. Das lag mir auf der Zunge. In Medenet schauen wir noch Quests. Und ja. Aber schauen wir kurz zuerst, ob es Magneten hat. Aber ich denke, am Abend sind die meistens schon geplündert. Die Steinchen. So, wir gehen noch kurz hinten durch, dann können wir loslegen. Reden wir bis dann ein bisschen. Ja, eben der Beschwörer macht mir echt viel Spaß. Ich hoffe, ich kann ihn jetzt ein bisschen besser als bei Syrtis, beim Syrtis Let's Play. Da hatte ich nach einiger Zeit keinen Bock mehr gehabt auf den Beschwörer. Okay, weil ich ja den Barbaren damals noch angefangen habe, aber ja. Und jetzt bin ich auch ein bisschen motivierter als damals. Damals war es halt sehr ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es gab halt viele Leute, die nicht so motiviert waren damals. Ist zwar jetzt auch so, aber nun gut, ich habe jetzt auch noch keine Gilde und alles mögliche. Also ich bin nicht in einer Gilde. Damals war ich ja bei Green Hell. Und ja, okay, es war schon spannend und so, ja. Auch wegen den Gildenkriegen, aber ich war ja immer das Opfer in den Gildenkriegen. Dann bin ich jetzt überhaupt momentan nicht so auf Gildenkriege, auch wenn ich schon Level 36 bin. Ich bin überrascht, wie hoch ich jetzt langsam bin. Also, obwohl ich jetzt wirklich ein Level nur pro Woche gemacht, also jetzt in dieser Woche, naja, die anderen Charaktere gemacht habe und nicht den hier, bin ich trotzdem ein Level gekommen und jo, bin so richtig langsam drin in der Sache, weiß wo Leveln, wo es am meisten Erfahrung gibt und so. Bin mal gespannt, wie es dann mit dem Beschwörer ist, wie man dann besser leveln kann mit dem Barbaren auch, indem ich einfach eben die Items zuerst farme und dann in Hochstufe. Ja, was habe ich jetzt dann hier? Ja, auch eine gelbe, aber ja, recht schwach. Also, plus 29 ist zwar stark, aber ja, der Schaden ist halt schon das Wichtigste. Aber eben bei den anderen Sachen ist eigentlich alles weiß. Ja, leider. Aber, ja, kommt vielleicht dann eben.
einen Farmcharakter sollte man halt eben haben in solchen Spielen. Und den bin ich ja jetzt am machen. Das ist gut. Also hier haben wir wirklich gar nichts. Dann gehen wir wieder runter. Von diesem Berg. Halben Berg. Wie viel habe ich jetzt? 273, also nicht viel gesammelt. Ich hatte eigentlich so viel Zeit. Momentan ist wirklich der Sport halt das Wichtigste bei mir. Aber es kommen nämlich noch genug Videos, hoffe ich, für euch. Einen pro Tag strebe ich an, aber ich kann manchmal auch zwei erreichen. Aber eben, es ist halt schwer, weil mir geht es nicht immer ganz gut zum Aufnehmen. Und das Hochladen geht momentan auch ein bisschen länger. Deshalb, naja. So, einen haben wir. Okay, das ist ein Face. Einen haben wir gesammelt. Ach, auch gut. Also, dann gehen wir Richtung Medenet. Und holen dort noch die fehlenden Quests, also die Quests, die ich noch nicht gemacht habe. Und machen in einem der nächsten Parts dann die Quests. Ja. Schauen wir uns mal die Sachen an. Ja, Kraft kann höher sein. Es liegt halt an den Items, die ich nicht habe. Ja. Jetzt in die Mathe schauen, also. Rüstungspunkte können höher sein. Der Schaden ist halt noch recht schwach, aber das kommt dann alles. Ja. So, bei Handeln haben wir Verteidigerbrustpanzer. Helm des Abgrunds. Nö. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Level 36 Item oder so. Vielleicht positive mal, aber ich denke eher nicht. Das heißt, Level 60 Items sind, denke ich mal, ja, ja. Level 55. Weihnachtsminze. Wieso verkaufen die das? Solche Sachen, die gibt es da nie mehr. Keine Ahnung, vielleicht wollen sie aufhören. Und der Garamond spawnt so, spammt so die ganze Zeit. In den Chat. Nicht so nett von ihm. So. Na. Nichts wird geschrieben. So. Weg von diesem Anfängergebiet. Ja, jetzt geht's nicht mehr lang. Noch hier runter nach Medenet. Was wir machen könnten, ist hier am Strand entlang nach Meleketi gehen. Weil ich dort noch schauen will am Strand, ob die Aquanter in meinem Level ungefähr sind. Sonst gibt es oben ganz im Norden da noch Aquantis, aber die sind glaube ich die gleichen. Ja. Und später so mit Level 38, 39 wäre dann das Orklager. Ich muss mal kurz schauen, wo das ist. Das da, glaube ich. Das wäre dann unser nächstes Ziel. Aber dort sind noch gelbe bis rote. Und noch nicht so für uns geeignet. Also. So. Jetzt sind wir dann gleich bei der Kathedrale. Da ist der Anon für, aha. So, wir gehen, glaube ich, noch kurz da schauen, ob es Magneten gibt. Das ist nämlich immer auf dem Weg. Das ist ein gutes Sammelgebiet. Das ist kein Schatz. Das Wüstental. Mal schauen, ob wir hier was haben. Ich denke aber nicht. Schade.
Ja, noch gut. Der ist schon grün, also... Ich weiß nicht, wo man die Quest bekommt, aber die müsste irgendwo hier sein. Im Internet. Nun gut, dann gehen wir mal dorthin. Schade, gar nichts hier. Gut. In Altarok haben wir eigentlich alle Quests gemacht, glaube ich. Ja, ein paar sind noch da, aber das sind die Magneten-Quests und so. Nicht so lösbar momentan. Also. Ja, sorry, ich bin momentan ein bisschen müde, aber es geht, es geht. Also, ist nur ein bisschen langsam gerade. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist schon ein bisschen gering, aber nun gut, es ist Regnum. Das kann man machen. So, wo haben wir denn hier Quests? Gibt es wirklich keine Quests mehr hier? Doch, eine. Eine Quest. Wow. Zwei Quests. Wow. Schauen wir die mal an. Jermen. Okay. Westliche Sandwüste. Also wir müssen hier mit dem Trainer für Magie oder so. Ja, der Beschwörtrainer. Richtig gehabt. Reden und jetzt müssen wir westliche Sandwüste und Megara. Also müssen zurück nach zur Megara. Zur Frau Megara. So. Und jetzt? Bassam. Nochmals zurück. Hä? Das ist eine Story, haben sie auch nicht erzählt. Ein Liebesbrief. Aha, es geht über einen Liebesbrief. Ach so, und dann wieder zurück. Und dann der nächste der nächste Trainer. Ja, ja, verstehe. Nicht da. Ist sie das? Ja. Meine Schwester. Ja. Meine Schwester sucht die Katze, meine Schwester sucht die Katze. Nein. So. Hier drinnen. Der Zauberer. Gedicht. Aha. So wird das eine Liebesgeschichte. Verstehe. Gut, dann wieder zurück. Kun. Ja, boah. Yes, wir haben es geschafft. Die schlimmste Quest haben wir erledigt. Eine Laufquest. No. So, was müssen wir hier? Östlich Sandwüste. Das ist wahrscheinlich hier drüben. Wo ist Osten? Osten. Ja, das ist die nächste. Gut. So. Aber hier haben wir leider nix. Ja, einen Schatz haben wir hier. Was müssen wir töten? Komm schon, zeig uns. Was müssen wir töten? Ruinen von Ignis. Das müsste dort hinten sein, oder? Müssen wir jetzt dann den Boss noch besiegen, den Sieger? Nein, es ist kein Sieger, es ist etwas anderes. Aber der ist, glaube ich, hier drüben. Den werden wir gleich sehen. Also es ist so ein großer Ork. Der Skelettkrieger. Sah aus, als würde der fliegen, aber der hat so kleine, dünne Beinchen. So, ein Grabwächter möchte uns das Leben absaugen, hat es aber nicht geschafft. So. Ab wann? Dort vorne. Okay. Was müssen wir hier machen? Alcius ist momentan aktiv. Aha, sehr große. Ja, aber das sind keine sehr großen. Das sind große. Was sind die sehr großen? Ah, tolle.
Wirklich toll. Wo sind die Großen? Ja, bitte, ich kann die Quest nicht machen. Ach Gottchen. Vielleicht sind die unten. Wieso sollten die unten sein? Das ist eine sehr große. Ja toll, sind die hier unten irgendwo? Da ist eine sehr große. Ah, da ist ein Captain. Ja, sollen wir ein paar Captain töten noch? Da, der Grey legendär. Ist der andere auch legendär? Da müssen wir noch gucken. Leider nur eine. Aber die anderen finden wir sicher irgendwo noch. So, also die sehr große müssen wir. Da ist noch eine. Ah, die ist einfach. Zwei Schläge. Da vorne ist noch eine. Habt ihr das gesehen? Die ist einfach umgefahren. Ist die ertrunken? Süß, komm, sag mal. Och nö, nicht jetzt. Ja, da ist noch eine. Sehr schön. Und One Hit. 974 Damage. Sehr schön. Also ich möchte gerne jetzt noch kurz den Troll besuchen gehen. Der ist hier. Smiley. Fünffach Smiley. Sechsmal Smiley. Wow. So, also hier runter müssen wir. Ich finde die Gegend recht schön, auch wenn sie undetailliert ist. Aber, ja, Klongebäude, fast Klongebäude. Regt nun mal ein guter Versuch, einfach so ein kleines Entwicklungsstudio etwas zu bauen. Also, dass das ein kleines Entwicklungsstudio etwas Großes versucht. Das ging leider gründlich in die Hose, kann man verstehen. Muss man aber nicht, wie dieser fliegende. Er fällt rund, wenn ich unten drunter durchgehe. Eben ein großes, ein kleines Entwicklungsstudio macht ein großes MMORPG und dass es in die Hose geht, war eigentlich sehr klar. Aber trotzdem haben sie vor allem in Deutschland recht gut etwas hingekriegt. Aber natürlich, die Community wollte schon recht viel etwas mehr. Und deshalb ging halt ein bisschen. Ja, eigentlich alles in die Hose, die Entwickler haben mal wahrscheinlich früh keinen Bock mehr gehabt, recht weit zu entwickeln, weiter zu entwickeln. Und ja, jetzt momentan ist schon leider 2015 und es ist noch nicht viel passiert bei Regnum seit 2007. Und bald ist ja der 10-Jährige. Und leider wahrscheinlich dann schon vergessen langsam. Ist ein bisschen schade, aber was man kann man machen. Und wo ist jetzt der Troll? Ist er weg? Hat ja niemand besiegt. Nun gut, zeige ihn halt nicht. Schade. Sehr schade. Vielleicht ist er hier unten. Nein, aber weil vielleicht der andere Legendär war, ist der ausgetauscht und jetzt irgendwo anders. Das kann sein. Ist das ein Skelett, also ein Brustkorb von einem Skelett, okay. Also schauen wir mal die Aquantis hier am Strand und gehen dann hoch zur Quest. Ja, die sind noch violett, alle zusammen. Ja, unmöglich. Okay, Schattentiger ist hier. Ist auch ein Beschwerde, farmt wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Sieht es. Okay. Komodowaran. Also hier ist für uns nichts zu holen, noch nichts.
Nun gut. Ja, im nächsten Part geht es dann wieder actionlastiger zu. Ich suche bis dahin noch ein paar Quests, nehme sie aber nicht an. Da können wir dann nächstes Mal dorthin gehen. Vielleicht gibt es ja hier Quests, da müssen wir nicht woanders hingehen. Weil hier haben wir noch sehr wenige Quests bekommen. Ja, ich glaube, hier bekommen wir auch die Altar-Quests für die Anhänger. Mal schauen. Sieht nicht so aus, hä? Keine Quest. Oder kommen die? Nein, die kommen nicht erst. Chicks Terminator, was sind das für eine? Der hat einen guten Namen. So. Gut. Das sind Bogner. Ich möchte gerne, eigentlich zum Waffenhändler. Aber hier gibt es nicht so gute Waffen. Dann gehen wir mal zum Kleiderhändler. Der ist da hinten und die Treppe hat mich nochmals geschadet. Ich wollte extra langsam runter, aber obwohl ich langsam runter ging, habe ich trotzdem Schaden bekommen. Das müsste ungefähr 3 Meter Schaden sein. Also als würde man von 3 Meter runterfallen. So, Barbarentrainer, du hast wahrscheinlich nichts mehr. Ja, 2 Punkte. Destabilisieren. Ja, dann machen wir das nicht. Fatale Treffer ist Schutz. Naja. Könnten wir es killen, aber. Nein, wir müssen nicht noch mehr Schaden machen. Dann hier, Topsucht. Widerstand. Ich finde Widerstand schlecht. Ich sollte lieber Ding machen, dass es schneller wieder weggeht, wenn wir mal gestunt sind. Ich weiß nicht, ob bei Verbündeten, ob das heißt, die anderen oder wir auch und die anderen. Weil Geschwindigkeit wäre schon recht gut, aber nur 14 Sekunden. Nee. Wenn dann da ist, aber. Nun gut. Wir gehen lieber. Naja, wir gehen hier hin, oder? Donnerwetter. Das ist auch wieder Damage. Wirbelwind ist leider nicht so gut. Wir. Gibt es hier 5? Nö. Wir gehen jetzt hier hin. Können das noch steigen und. Schwindel ist Kacke gegen Gegner. Gegen Mobs. Was wäre, wenn ich jetzt das nach oben mache? Ist auch 10. Nun gut, lasse ich das so. Das wäre etwas noch, aber. Was wäre, wenn wir das nehmen? Nein, treten. 2 Sekunden und da ist es auch 2 Sekunden, weil es nur 1 ist. Und wenn ich da 2 mache, auch 3 Sekunden. Ah, 3 Sekunden, okay. Lasse ich das so und mache noch 1 in betäubendes Gebrüll. Nein, 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 nein. In Athletik? Nö. Ja, was? Hier, ja, in Ekstase, oder? Ja. So. Dann haben wir den hier und den hier ein bisschen noch erhöht. So.
Und eben, bis nächstes Mal suche ich noch ein paar Quests. Ja, wie auf Wolken laufen, müssen wir noch abgeben in Medenet. Ja. Wieso hat Ignis einen blauen dafür einen roten verloren? Komisch. Also, ich weiß nicht, wo ich noch Quests habe, aber ich denke, ich habe alle Quests sonst gemacht. Außerdem diese Schreine, wo überall im Land verteilt sind, nicht. Noch nicht. Aber die kommen irgendwo, wenn ich es gefunden habe. So, also, wir haben noch ein bisschen Zeit, können wir nach unten laufen. Sonst wird der Part noch ein bisschen zu lange, wenn ich jetzt nach Medinet noch gehe. Aber für so ein bisschen diskutieren möchte ich es noch gerne ausschöpfen. Oh, ein verbundener Spezialistenpfeil. Ja, ist schlecht. Für Level 18. Also. Ja, nächster Part dann wieder mit dem Beschwörer und übernächsten Part dann wieder mit dem Baba. Und sobald ich mit dem Jäger auch ein bisschen besser, ja, einfach Bock habe, mache ich dann den Jäger auch ein bisschen weiter. Und später mache ich dann noch mehr Charakter, ab da muss ich 3 Charakter-Slots kaufen. Ja, die habe ich ja zwar, aber ich möchte lieber noch ein bisschen warten. Vielleicht will ich für den Charakter hier noch ein paar Level-Schriftrollen kaufen, aber erst wenn es sich dann wirklich streckt wie die Hölle. So. Naja, können wir noch gehen nach Medinet. So. 3 Babs noch. Ich bin Baba, aber ich bin so schwach, da wäre ich ja fast kein Baba. Da ist wahrscheinlich ein Beschwörerstärk mit seinem normalen Angriff. Und ich wäre wahrscheinlich auch am schnellsten down mit Level 36. Nun gut. Später werde ich natürlich mitmachen. Dann kommen auch die interessanteren Parts. Leider geht es heute jetzt gerade noch nicht. Aber ich bin ja dran und Dankeschön, dass ich so viele Aufrufe bei den Videos habe. Hätte ich niemals gedacht und ja, wirklich toll von euch, dass ihr treu seid und auch liked. Ja, es ist halt, ja, wie soll ich sagen, ich kann es manchmal verstehen, dass es manchmal ein bisschen weniger Aufrufe hat, so, weil die Parten manchmal nicht so interessant sind wie jetzt, aber nun gut, es ist halt gameabhängig und ich muss auch noch ein bisschen geübt sein im Let's Playen, es bisschen spannender machen können. So. Ja, also Dankeschön trotzdem fürs Zuschauen und nächster Part wird wieder ein bisschen interessanter. Ja, also, schönen Tag noch. Tschüssi, Leute.